Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Freitag, der 24. November. Ich bin Clemens Benke. Ihr hört unseren Stadtnachrichten-Podcast hier bei Hamburg 2. Wir berichten hier über Themen, die uns bewegen, hier in Hamburg, über die man spricht. Auch diese Hamburg-Woche ist eine Streikwoche gewesen, bei der Polizei, den Hochschulen, Kitas, Verwaltungsbehörden. Jetzt droht auch noch der nächste Streik bei der Bahn. Die Verhandlungen sind heute wieder gescheitert. Wann und in welchem Umfang gestreikt werden soll, das ist noch offen. Das will die Gewerkschaft jetzt am Wochenende noch klären. Über Weihnachten auf jeden Fall nicht, das hat ja der GDL-Chef Klaus Weselski schon gesagt. Was sonst noch los war in dieser Hamburg-Woche, das erfahrt ihr gleich in unserem Wochenrückblick mit Carolina Koplin, unserer Chefreporterin. Die ordnet die wichtigsten Hamburg-Themen der Woche dann nochmal ein. Also da könnt ihr ja immer jeden Freitag sicher sein, nichts an wichtigen Hamburg-Themen verpasst zu haben hier bei uns. Hier kommen jetzt erstmal die Hamburg-News von heute aus unserer Stadtnachrichtenredaktion. Bei einem 80-jährigen Langbek hat die Polizei mehrere Waffen, Granaten und Minen gefunden. Auslöser war ein Rettungseinsatz bei dem Rentner. Jana Klonikowski. Ja, Rettungssanitäter waren gestern in das Haus des 80-Jährigen gerufen worden. Dort sahen sie dann eine Waffe offen rumliegen und riefen die Polizei. Während der Rentner ins Krankenhaus kam, wurde nach einem entsprechenden Beschluss sein Haus durchsucht. Dabei fanden die Beamten noch mehr Waffen, mehrere tausend Schuss Munition und verschiedene Granaten und Minen, die zum größten Teil keinen Sprengstoff mehr enthielten, wie es heißt. Nicht für alle Waffen hat der 80-Jährige einen Waffenschein. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. 100 Stadtreinigungsmitarbeiter stehen jetzt am Wochenende bereit, um bei Bedarf zu ersten Winterdiensteinsätzen ausrücken zu können. Denn es sind erste Schneeschauer und auch überfrierende Glätte vorhergesagt. Kurz vor dem Winter ist die Stadtreinigung für alle Wetterlagen gerüstet. Bis zu 725 Mitarbeitende können im Fall der Fälle auf die Straßen geschickt werden. Nur für den Gehweg vor der eigenen Tür, da bleibt jeder selbst verantwortlich, so André Möller von der Stadtreinigung. Da haben Sie nach Schneefall Zeit bis zum Ende des Schneefalls. Und ansonsten müssen Sie morgens bis spätestens 8 Uhr, an Sonntagen bis 9 Uhr, den Gehweg frei von Glätte gemacht haben. Und das müssen Sie auch bis abends 20 Uhr dafür sorgen, dass das so bleibt. Nach mehr als 11 Jahren könnte der Mord an einem Hamburger Ehepaar in Polen wohl geklärt werden. Polnische Ermittler haben jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Die DNA des 67-Jährigen wurde demnach auf einem Gegenstand am Tatort gefunden. Das Ehepaar war im Mai 2012 erschossen in einer Warschauer Kleingartenanlage gefunden worden. In dem Fall gab es damals keine Zeugen. Das Verfahren wurde bereits 2013 eingestellt. Neue Untersuchungsmethoden führten jetzt aber zu den Erkenntnissen. Gegen den Verdächtigen wurde Anklage wegen doppelten Mordes erhoben. Sein mögliches Motiv ist aber weiter unklar. Der HSV kann heute Abend, zumindest vorerst, mit Stadtrivale St. Pauli gleichziehen. Es wartet der aktuelle Tabellenvorletzte Eintracht Braunschweig im Volksparkstadion. Auf dem Papier eine klare Sache, der HSV hat bisher alle 6 Heimspiele gewonnen, die Eintracht ist in der Fremde noch punktlos. Trainer Tim Walter sagt trotzdem: Wir sind gewarnt, wir wissen, dass es kein Selbstläufer ist, wir nehmen jeden Gegner ernst. Der Gegner hat mit Sicherheit durch den neuen Trainer etwas Aufwind. Die haben gewonnen, haben jetzt auch im Testspiel gewonnen. Von daher bleiben sie immer gefährlich. Sie haben zwar wenig Ballbesitz, aber haben immer alle Umschaltmomente. Und über Standard kann auch jedes Team gefährlich sein. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Diese und andere Meldungen des Tages, die hört ihr jede Stunde immer um 9:30 in den Hamburg 2 News. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Was war diese Woche in Hamburg los, Clemens? Carolina Koplin ist bei mir im Studio, im Podcast-Studio. Caro, wie jeden Freitag ist meine Freude heute auch wieder besonders groß. Das hast du schön gesagt. Hallo. Und man muss ja schon sagen, es war wieder mal eine Streikwoche, ne? Letzte Woche ja auch. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, absolut. Ja, diese Woche hatten zum Streik aufgerufen unter anderem die Gewerkschaft Verdi, der Beamtenbund DBB, die Deutsche Polizeigewerkschaft. Und aufgerufen waren dann Beschäftigte in Behörden, bei der Polizei, den Hochschulen, Kitas und ja auch Verwaltungsbehörden. Also schon so einige, die die Woche verteilt immer wieder mal auf die Straße gehen sollten. Mittwoch hatten wir ja den großen, den sogenannten Stadtstaatenstreik. Da hatten sich ja auch dann noch Berlin und Bremen dann beteiligt. Und dann gab es auch eine fette Demo hier in der Innenstadt. Mussten auch die Busse so ein bisschen umgeleitet werden. Ja. Da waren so ja 6.500 Demo-Teilnehmer. Ich finde, man muss dazu aber auch sagen, das ist aber eigentlich nur ein Bruchteil von denjenigen, die das ja betrifft im Endeffekt. Mhm. Also ne, Verdi sagt ja auch, dass etwa
dass es in Hamburg etwa 41.000 Tarifbeschäftigte und nochmal 42.000 Beamte gibt, auf die das Tarifergebnis dann ja übertragen werden würde. Da muss man sagen, gut, Beamte dürfen ja eh nicht streiken, aber die Tarifbeschäftigten, da sind jetzt nicht so viele dann im Endeffekt auf die Straße gegangen. Also ich finde das auch ein bisschen schwer dann zu beurteilen, wie groß denn der Rückhalt überhaupt nach diesen Forderungen ist, die da aufgestellt worden sind. Und es wird ja nicht wenig verlangt, muss man ja auch sagen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 10,5% mehr Geld, mindestens aber nochmal 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten, mhm, und halt für die Stadtstaaten, also ne, Berlin, Hamburg, Bremen, dann auch noch eine Zulage von 300 Euro, weil es ja hier so teuer ist. Ne, in den ich wollte gerade fragen, warum gibt es diese Stadtstaaten-Zulage genau eigentlich? Genau deshalb. Also, ne? Ja, Miete, wissen wir ja alle, die hier in Hamburg wohnen, kostet ja ordentlich hier. Ne, ja, zum absolut. Beispiel. Das Leben in Hamburg ist einfach teurer. Ist teurer. Wer aufs das Land so geht, wird schon im Supermarkt merken, da ist es schon günstiger, ja, als hier. Ne? Das geht uns aber allen so. Ne? Das geht uns allen so, auch, ja. Auch wenn man nicht Mitglied in der Gewerkschaft werden ist. Absolut. Lass uns mal über Bäume sprechen. Das, ja, finde ich, ist immer so eine, es tut einem immer so ein bisschen weh, wenn man hört, dass Bäume gefällt werden. Vor allem in der Dimension im Altonaer Volkspark müssen 122 Bäume, ja, gefällt werden. Ja. Rotfichten, ne? Ja, vor allem Rotfichten. Die haben massive Borkenkäferschäden. Das hat das Bezirksamt Altona gesagt. Also die sind auch größtenteils schon abgestorben und ja, könnten halt jetzt bei der nächsten Windböe umfallen. Das geht natürlich nicht, ne, im Park, deswegen müssen die jetzt gefällt werden. Und da haben nämlich die Borkenkäfer Buchdrucker um Kupferstecher zugeschlagen. Also das vermuten die zumindest. Das ist so ein bisschen tückisch bei denen auch, weil wenn du dann merkst, dass am Baum der Schaden ist, dann ist es meistens schon zu spät. Dann ist der Baum schon kaputt und die Käfer sind dann auch noch weitergezogen. Also noch nicht mal die erwischst du dann. Ja, und deswegen steht denn jetzt die Fällung an. Die sind da im Bereich des Düster Waldes westlich von der August-Kirch-Straße. Die gucken jetzt aber auch, die wollen natürlich nachpflanzen, aber wir wissen das ja auch, das sind riesengroße, fette Bäume, bis die wieder die Dimensionen haben und ne, so viel schönen Sauerstoff produzieren, klar, wie sie es bisher tun. Das wird einfach dauern. Das ist, ne, einfach ein bisschen tragisch, kann das man nicht anders sagen. Ne? Finde ich auch. Wir hatten am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz in einer seltsamen Angelegenheit an der Helios-Maria-Hilf-Klinik in Heimfeld. Was ist da los gewesen? Der hatte Horror jeder Mutter, glaube ich, ist da passiert. Und zwar hatte eine 18-Jährige da ein Baby entführt. Und da ist natürlich dann gleich ein Großeinsatz ausgelöst worden. Also die Ermittlungen zu den Hintergründen, die laufen noch. Die Polizei geht davon aus, dass die 18-Jährige wohl sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Die hatte wohl die Mutter unter, ja, mit so einem Trick weggelockt von dem Kind und hat es dann mitgenommen. Hat es aber, ja, tatsächlich, hat es dann aber zum Glück auch 2 Stunden später wieder zurückgebracht. Dem Kind geht es auch gut. Was noch so ein bisschen fraglich ist, ob die beiden Frauen sich vielleicht kennen. Also da kann man vielleicht zumindest drauf kommen, wenn man irgendwie mal geguckt hat, was nämlich vor der Klinik während der Einsatz lief los war, weil da haben sich nämlich rund 40 Familienmitglieder sowohl von der 18-Jährigen als auch von der Mutter vor Ort getroffen und gestritten und ja, da gibt es halt das Gerücht, dass sich die Familien vielleicht irgendwie auch kennen, aber dazu hat sich die Polizei bisher halt noch nicht geäußert. Black Friday haben wir ja gerade, ne? Und wir haben auch viel darüber gesprochen bei uns in der Redaktion. Es gab nämlich zur laufenden Black Friday Week eine interessante Auswertung, auch für Hamburg hier, für unsere Stadt. Genau, von der Barmer Krankenkasse, die hatte sich nochmal ein paar Zahlen angeguckt, also aus dem letzten Jahr, aber es lässt sich eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich wie ein Spiegel auf dieses Jahr legen. Ne, Black Friday, sagst du selber, Weihnachten ist nicht mehr weit weg, der Onlinehandel boomt also gerade und das heißt nämlich auch, die Paketboten und Lagerarbeiter haben richtig zu tun und das macht sich bei denen eben auch gesundheitlich bemerkbar. Also da hatte die Barmer mal geguckt und hat gesehen, dass der Krankenstand in dieser Berufsgruppe im vergangenen Jahr um gut 52% höher war als im hamburgischen Durchschnitt. Also das ist schon echt eine Menge. Das ist viel, ja. Die Krankheiten, die sie haben, die überraschen natürlich dann weniger, Rückenleiden, Zerrungen, Brüche, Schürfwunden, was dann halt natürlich so passiert. Und da fand ich es eigentlich ganz interessant, was Susanne Klein, das ist die Landesgeschäftsführerin von der Barmer, ist, gesagt hatte, weil die meinte, komm, wir können denen vielleicht mal ein bisschen helfen zumindest, weil natürlich werden wir weiterhin online bestellen, ne? Das lässt sich ja nicht mehr zurücknehmen, ja, richtig, und sowas auch. Ja. Ist auch praktisch, ich kann es auch verstehen, mach's ja auch regelmäßig. Aber sie sagte, wenn, dann achtet doch mal vielleicht darauf, dass ihr möglichst viele Artikel in eine Bestellung zusammenfasst. Dann muss der Paketbote eben nicht 20 Mal bei euch klingeln, sondern nur einmal. Und wenn das schon klingelt, geht denen doch ein paar Schritte entgegen. Ja, schöne Idee. Und da habe ich mich echt erwischt gefühlt. Da habe ich auch gedacht, stimmt, das mache ich gar nicht, aber ich kann ja auch mal kurz 2, 3 Treppenstufen runtergehen und dem irgendwie das Paket unten abnehmen. Absolut. Ne? Vor allem, wenn es so große Pakete sind wie die, die du immer zu Weihnachten bekommst. Richtig, ne? Richtig. Ich werde reich beschenkt von allen Seiten, von dir natürlich auch. Es gibt eine schöne Aktion der Agentur für Arbeit bei uns in Hamburg. Die haben sich für gestern und heute was einfallen lassen. Erzähl du doch mal. Mm,
Und zwar veranstalten die eine Jobbörse und haben da auch irgendwie 1000 freie Stellen im Gepäck gehabt. Gestern war der Tag der Luftfahrt gewidmet. Eine Lufthansa Technik waren dabei, Airbus und der Airport. Und heute ging das dann eher an die Akademiker. Knapp 20 Unternehmen suchen da noch neue Kollegen. Darunter auch die Uni in Hamburg, die Hamburgische Investitions- und Förderbank, die Stadt, aber auch die Deutsche Bahn. Okay, jetzt haben wir ja Dienstag immer die Landespressekonferenz und da ist das neue Klimainformationssystem diese Woche vorgestellt worden. Wow, was für ein Name. Klimainformationssystem, was ist das? Das ist was für Feinschmecker, würde ich sagen. Das ist eine Informationsplattform, da hat die Umweltbehörde mal mit zahlreichen Grafiken und Diagrammen und so weiter und so fort diverse Zahlen zusammengefasst, um für alle, die es mal interessiert, zu gucken, wie so die Folgen des Klimawandels für Hamburg sind. Ne? Also wie hat sich das in Sachen Hitze, Trockenheit, Starkregen, Sturmfluten und so weiter und so fort hier bei uns entwickelt. Da gibt es dann noch so einen Zeitstrahl und noch diverse andere Grafiken oder Luftqualität. Da siehst du die Karte von Hamburg. Also wer mal will, kann sich da durchklicken. Aber wie gesagt, das ist schon wirklich echt Insight. Aber vielleicht auch nicht ganz unspannend, wenn man sagt, ich möchte da und da vielleicht irgendwie bauen oder da und da sollte mal was hin. Wie sieht es denn da in der Gegend aus? Ne? Mhm. Oder auch für die Zukunft. Wir wissen ja, ne, wir müssen irgendwie mehr begrünte Dächer haben und sowas auch, um dann irgendwie die Hitze ein bisschen davon abzuhalten. Also es ist schon, glaube ich, ganz clever und das haben sie jetzt mal an einen Ort gepackt, halt auf diese Seite rauf, dass man nicht irgendwie da oder da googeln muss, um diese Zahlen zu bekommen, sondern sie jetzt halt mal gesammelt. Und es gibt in dieser Woche, gab es ja auch Zahlen vom Hamburger Kupferhersteller von Aurubis. Mhm. Der verzeichnet einen Gewinneinbruch und die Ursache ist ungewöhnlich eigentlich, ne? Ja, normalerweise würde man wahrscheinlich denken, ach hier hier die Krisen, Kriege, keine Ahnung was. Nee, schuld sind Betrugsfälle bei dem Haus und zwar heftig. War das so, dass Aurubis in dem Jahr Opfer eines groß angelegten Betrugs geworden ist und die schätzen den Schaden auf so rund 200 Millionen Euro. Die gehen davon aus, dass denen manipulierte Metallproben untergejubelt worden sind. Das heißt, da wurde das Metall für besonders hochwertig dann laut Probe irgendwie gehalten und im Endeffekt haben sie dadurch natürlich zu völlig überhöhten Preisen eingekauft. Und dann hat es auch noch einen Diebstahl gegeben, und zwar über Jahre wohl. Da sind edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen worden und die Diebe sollen wohl damit einen Erlös von rund 20 Millionen Euro erzielt haben. Also das ist echt unschön für die da im Haus gewesen. Heftig. Ja, also vielleicht auch mal um die Zahl zu sagen. Also die rechnen jetzt mit einem Gewinn, also Stand jetzt, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, mit einem Gewinn von 349 Millionen Euro, was ja nicht wenig ist. Aber es wären 34% weniger als im Vorjahr dadurch, ne? Umso schöner ist die Meldung, die von der Binnenalster jetzt kommt, von dir. Ne? Ja. Da alle Jahre wieder, muss man ja sagen. Es wird wieder schicker und heller dort. Ja, ich gucke da ja total gerne drauf. Ich finde auch, wenn man an der S-Bahn da vorbeifährt, dann sieht man es immer. Ihr wisst, wovon wir sprechen. Die riesige Tanne, sie leuchtet wieder. 15 Meter hoch ist es. Mal wieder eine Nordmann-Tanne, kennen wir ja schon. Und da sind jetzt 900 Lampen drauf, die leuchten. Energiesparlampen übrigens. Okay. Und das Ganze noch bis zum 8. Januar. So lange kann man das noch genießen. Gestern hat der ADAC Hansa eine Umfrage veröffentlicht und da geht es um die Frage, was Hamburgs Fußgänger eigentlich so nervt. Ja, man kann es vielleicht auch schon was ahnen. Denn? Ne? Die E-Scooter, die sind es. Rücksichtslos, zu schnell auf den Gehwegen, ne? Also das nervt halt. 76% der Befragten sind der Meinung, dass sich E-Scooter-Fahrer halt rücksichtslos verhalten. Das hat uns auch Christoph Tietgen vom ADAC Hansa hier in Hamburg gesagt. Er sagt, 3/4 regen sich darüber auf, dass die auch achtlos auf den Gehwegen abgestellt, hingelegt werden. Und es stört halt viele einfach auch, dass die Nutzer auf den Gehwegen fahren. So, ne? Also das hat man ja auch gesehen. Hier in der Spitaler Straße sieht man die ja auch regelmäßig hier durchbrettern. Stimmt, aber muss auch sagen, die Radfahrer sind jetzt auch nicht so besonders toll weggekommen. Ja. Da sagt auch jeder Zweite über sie, dass die rücksichtslos sind. Ja gut, es gibt ja für immer weniger Platz immer mehr Fortbewegungsmittel. Ne? Da kommt man sich schon mal in die Quere. Das ist dann einfach so. Unterdessen hat es jetzt auch in 8 Bundesländern Razzien gegeben gegen mutmaßliche sogenannte Reichsbürger. Mhm. Erzähl dazu doch nochmal was. Ja, und zwar eben auch in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, wenn wir jetzt mal den Norden hier ein bisschen abbilden wollen, aber noch diverse andere Bundesländer. Also das geht wohl da um 20 Beschuldigte und denen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Also da waren auch echt, ich glaube, fast 300 Einsatzkräfte im Einsatz. Mhm. Und den Beschuldigten, die sind so 25 bis 74 Jahre alt, also da gibt es auch keine Altersbegrenzung offensichtlich. Die Gruppe soll halt bei Behörden auf allen möglichen Wegen versucht haben, die zu kontaktieren, um zum Beispiel Telefonleitungen zu
zu blockieren oder auch Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen. Da haben sie dann wohl ihre Gesprächspartner mit Reichsbürgerthesen zugequasselt oder irgendwas von Menschenrechts- und Kriegsverbrechen da erzählt und denen das vorgeworfen. Hier bei uns in Hamburg übrigens, das hatte der Verfassungsschutz ja schon mal bekannt gegeben, der rechnet hier so ungefähr 340 Menschen den Reichsbürgern zu und ihnen wird im aktuellsten Verfassungsschutzbericht unter anderem Antisemitismus vorgeworfen. Außerdem bestreiten sie demnach die Existenz und die Souveränität der Bundesrepublik und verbreiten ja, Verschwörungsideologien. Das ist nicht schön. Du warst gestern noch in der Handelskammer hier bei uns hinterm Rathaus, ist die ja, und da wurde die neue Außenwirtschaftsstrategie vorgestellt. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber sag doch selbst mal, um was ging's da? Ja, ich fange mal von ganz vorne an, weil und zwar ging es eigentlich los mit einer Studie, die das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gemacht hat. Und die hat sich mal überlegt, was könnten so für Gefahren kommen, wenn wir uns jetzt mal die Weltlage angucken. Wir haben noch Nachwirkungen von Corona, vielleicht kommt auch irgendwann eine neue Pandemie, wir haben Kriege, also die Weltlage ist ja ein bisschen schwierig. Ja. Und dann haben die mal so ein bisschen so einen Importschock, so nennt sich das in der Fachsprache, nachgespielt. Also wir nehmen mal an, zum Beispiel, dass die Metallimporte einbrechen würden, aus welchen Gründen auch immer, Krisengründen. Mhm. Ist ja nicht so weit hergeholt, kann ja bald passieren. Und dann haben die errechnet, da würde Hamburg halt sofort ein Milliardenverlust entstehen und wahrscheinlich so rund 4000 Arbeitsplätze verloren gehen. So, das ist erstmal das Szenario, was sie gebaut haben. Und da sagt die Handelskammer, da müssen wir uns aber für rüsten, weil es ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal in der Ähnlichkeit passiert. Kann. Bei Energie das Gleiche. Auch da würden tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Ne? Da sind wir ja gerade noch dran vorbeigeschraubt beim letzten Mal. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Strategie. Wir haben da so ein paar Forderungen entwickelt. Die richten sich da aber vor allem auch an die Politik. Die Handelskammer fordert, ehrlich gesagt, wie immer, Bürokratieabbau. Das ist denen wirklich ein Dorn im Auge. Und die sagen aber auch, wir müssen einfach auch neue Märkte erschließen. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Importe auf mehrere Schultern verteilen, damit nicht, wenn ein Land uns wegbricht, uns gleich der ganze Import von Metall wegbricht oder Energie. Oder was auch immer. Und da müssen wir ein paar neue Märkte aufmachen, die erschließen. Und da sagen sie, da muss uns die Politik eigentlich auch ein bisschen helfen. Das ist so die Idee dahinter. Ja, also die neue Außenwirtschaftsstrategie der Handelskammer ist doch spannend. Ja. Wir sind am Wochenende auch schon angekommen. Caro, was liegt an Sperrungen? Keine Sperrung. Nein. Ich habe nicht. Sperrung mitgebracht. In Hamburg habe ich. Du, also. Tunnel. Wenn es nicht an mir vorbeigegangen ist, frei, U-Bahn fährt, zumindest in Hamburg. Ja, gibt in Arnsburg eine kleine U-Bahn-Sperrung, aber die nennen wir nicht, wir sind in Hamburg, hier scheint es keine zu geben. Sehr schön, aber wir haben auch einen spannenden Termin am Wochenende. Finde ich nämlich schon. Also und zwar ist nämlich am Samstag der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und da werden unsere erste Vizepräsidentin der Bürgerschaft, das ist Mareike Engels, und unsere Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer am Rathaus eine Flagge hissen. Und Hamburg sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen. Das ist einfach echt ein Riesenthema. Da hat die UN jetzt gerade nochmal bekannt gegeben, dass im Jahr 2022 weltweit 89.000 Frauen und Mädchen getötet worden sind. Und das ist halt einfach deutlich mehr als in den Jahren davor. Und die Hälfte der Morde geht halt auf Familienmitglieder oder Partner zurück. Und von daher, das ist ein wichtiges Thema. Awareness schaffen macht da, glaube ich, total Sinn. Absolut. Also morgen um 12 Uhr auf dem Balkon des Rathauses, da kann man dabei sein, seid dabei. Vielen Dank, Caro, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast. Wochenende. Das erste in diesem Jahr wieder mit den Weihnachtsmärkten bei uns in der Stadt. Dazu gibt es natürlich auch wieder die riesige Tanne auf der Binnenalster, hatten wir gerade darüber gesprochen. 15 Meter hoch, erstrahlt mit 900 Energiesparlampen. Die Alstertanne soll bis zum 8. Januar dort stehen bleiben. Wir hören uns dann ab Montag wieder mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Werfe ich dann wie immer schon mal einen Blick auf die wichtigsten Hamburg-Themen, die uns nächste Woche erwarten. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.